Hast du nichts zu tun eigentlich, als von Dummheit zu machen, du Idiot? Diese Kryptobetrüger haben mich mit ihrer Dreistigkeit überrascht und echt wütend gemacht. In den vergangenen 90 Tagen haben sich die Leben von drei Menschen auf den Kopf gestellt, nur weil sie in Bitcoins investiert hatten. Mehr als 13.837 Euro landeten in nur 24 Stunden auf ihren Bankkonten. Die Tatsache, dass du diese Seite gerade siehst, bedeutet, dass du jetzt auch dem Bitcoin-Code beitreten kannst. Wer ihren Lügen glaubt, verliert alles investierte Geld, sobald man versucht, es auszuzahlen. Innerhalb von nur 24 Stunden verdiente ich exakt 13.034 Euro. Jetzt kann ich stolz sagen, dass ich auf dem Weg bin, Millionär zu werden. Alle Gewinne auf der Webseite sind fake und nur dazu da, damit das Opfer hoffentlich noch mehr einzahlt. Mann, oh Mann, bin ich froh, dass ich dem Bitcoin-Code beigetreten bin. Ich habe schon mehr als 400.000 Euro gemacht. Man merkt richtig, wie die einfach alles ablesen. Durch Sven wurde ich zum Anhänger. Ich hatte in ein paar Aktien, Gold, Geeks, egal was. Ich hatte es, glaub mir. Jetzt bist du an der Reihe. Was auch immer du dir wünschst, es könnte bald deins sein. Alles, was du tun musst, ist deine Daten auf dieser Seite einzugeben. Sie werden aber schnell wütend, als ich sie damit konfrontiere, dass sie von Anfang an ihre Zeit mit mir verschwendet haben und dass ich jetzt ihre echten Daten habe. Als ob du wirklich meine IP rausfinden kannst, du Idiot. Okay, ich drücke auf Konfirm und jetzt bist du am Arsch. Muss man Leute davor vorwarnen. Tu deine Mutter auch vorwarnen, bis ich in hier reinkomme. Willst du Geschwister haben, oder? Willst du mir welche machen? Komm, den Spruch habe ich schon so oft gehört. Du hast absolut nichts zu verlieren. Und nachdem man dort all sein Geld verliert, rufen noch schlimmere Betrüger an, die versprechen, alles verlorene Geld zurückzuholen, aber in Wirklichkeit versuchen, einem auch noch das letzte Hemd abzunehmen. Schönen guten Tag, Herr Kulles. Ja. Luis Magira spricht hier von Monitoringsabteilung der Finanzmarkt. Sie haben ja auf dem Finanzmarkt durch das Trading-Seite investiert. Ja, habe ich. Genau, und wo ist denn Ihre Broker? Sie haben ja auch einen Betreuer gehabt. Haben Sie noch mit ihm einen Kontakt? Ich habe vor 2 Tagen mit ihr das letzte Mal was geschrieben. Weil ich melde mich ja wegen Ihrem Auszahlungsprozess, weil Sie noch keine bekommen haben. Machen wir Folgendes. Jetzt mache ich leider Feierabend. Ab wann kann ich Sie morgen erreichen? Ich mache mir jetzt total Sorgen. Also können Sie mir bitte noch erklären, worum es überhaupt geht? Machen Sie sich keine Sorgen. Folgendes. Ich helfe Ihnen bei der Auszahlung. Wir werden gemeinsam über den Bitcoin-Wallet das Betrag in Euro, also das Bitcoin in Euros umwandeln. Sobald es umgewandelt ist, werden wir dann auch Ihr Girokonto überweisen. Also sind Sie jetzt Genau. von MyTradingTools oder sind Sie von... Ich bin von dem Blockchain. Ich melde mich dann morgen, Herr Kollege. Okay. Tschüssi. Schönen guten Tag. Luis Magera spricht hier. Sie haben jetzt investiert, zwar im Wert von 250 Euro, und Sie wissen nicht, wie Sie das Betrag nämlich auszahlen. Genau. Ich stelle mich als dumm, leichtgläubig und inkompetent dar und der Betrüger frisst mir aus der Hand. Auch die Theorie teilen wissen Sie nicht. Den Terrorteil? Nein, Theorie. Weiß ich nicht. Sie haben ja mit diesen 250 Euro eine Investition in das Bitcoin betätigt. Um Ja. das auszuzahlen, muss das Bitcoin als erstes in Euros umgewandelt werden. Für eine Umwandlung brauchen Sie ein Bitcoin-Wallet. Ja. Sagt es Ihnen was, Bitcoin-Wallet? Also, ich habe so eine Bitcoin-Geldbörse auf meinem Samsung. Also, Genau. Sie haben ja gesagt, Sie waren von Blockchain oder. Nein, merken Sie sich eins, Herr Kulis. Blockchain ruft die Menschen niemanden an, weil das ist nämlich ein Programm. Ja, ein Mitarbeiter von Blockchain, Blockchain. meine ich. Genau. Ich arbeite bei der Security Exchange Commission, die für Blockchain arbeitet. Ah. Haben Sie Anydesk auf Ihrem Laptop? Ja. Okay, geben Sie mir bitte die Zahlen durch. Dann fangen wir mit dem Auszahlung an. Mit Anydesk kann er meinen Bildschirm sehen und fernsteuern. Er weiß aber nicht, dass er sich hier nur auf eine virtuelle Maschine verbindet, bei der ich die volle Kontrolle habe. 562476. Annehmen bitte. Haben Sie bereits mit jemandem gearbeitet über Anydesk? Ja. Mit dem Broker? Ja. Gehen Sie bitte in das BNB rein. Okay. Sehr gut, Mollet. Einen Moment, darf ich reinschauen? Ja. Dann machen wir so. Sie haben ja auch Zugang auf Ihren Trading-Seite. Sehen Sie? Okay, sehr gut, genau. Sehr gut, dass ich hier schon mal Zugriff drauf habe. Dann werde ich jetzt mal kurz einen Antrag stellen für Ihre Auszahlung. Ah, der andere hat das Ihnen gezeigt, der Broker. Auf meinem anderen Wallet hatte ich ganz alte Bitcoin. Um ihn gierig zu machen, tue ich so, als hätten die anderen Betrüger mir erfolgreich Zehntausende Euros in Bitcoins gestohlen und als hätte ich aber noch Hunderttausende Euros in Bitcoins auf dem alten Wallet. Und da hat er gesagt, da kann ich lieber eine Bitcoin umtauschen in dieses UST.
Tetrapack oder so, dass das immer so viel wert ist wie ein Dollar, weil irgendwas mit Schwankungen und so. Ich möchte es kopieren, nämlich, damit ich es überprüfen kann. Genau, wenn wir das googeln, also das ist hier Ihre Bitcoin-Wallet-Adresse. Sie haben nichts, verstehen Sie mich? Ja, Bitcoins habe ich auf den Ja. anderen Wallet. Auf diesem Wallet habe ich kein Bitcoin. Okay, zeigen Sie mir anderen Wallet bitte. Ja. Und wer hat das hier gemacht? Das war meine Freundin. Das ist schon sehr lange her. Ah, das kriegen wir alles hin, Herr Kulis. Dann machen wir Folgendes. Dann loggen Sie sich bitte in Ihre Online-Banking ein. Irgendwie muss ich ja schaffen, Sie zu verifizieren. Ich erfinde einen angeblichen Kollegen als Universalausrede, wenn ich ihm irgendwas nicht geben will. Also, Ihr Kollege hat Ihnen gar nichts erzählt, oder? Wir haben das Online-Banking ja gekündigt wegen Sicherheit. Wurde Online-Bank gekündigt. Genau, der hat gesagt, ich soll das Konto auflösen und das auf ein neues Sicherheitskonto bei der Bank in Litauen machen. Nun haben Sie es getan. Ja. Einen Moment, das ist klar. Derjenige ist nicht mein Kollege. Ich bin nur für die Auszahlung zuständig. Sie sind ja beide von der Firma My Trading Tools, oder verstehe ich was falsch? Ich bin nicht von My Trading Tools. Ich bin von Blockchain, habe ich Ihnen ja bereits gesagt. Aha. Schreibt mir einen Kommentar, was ich bei dem Betrüger noch absichtlich falsch verstehen könnte. Und Likes helfen auch, das Video zu verbreiten und Betrügern zu schaden. Das ist alles so kompliziert. Ich blick Ja. da nicht so wirklich durch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, klar, verstehe es vollkommen. Schaffen Sie jetzt von Ihrem Bitcoin-Wallet die Bitcoins auszuzahlen? Ja, man muss hier Send und dann die Adresse machen und dann muss man das per E-Mail bestätigen. Zahlen Sie mal 0,1 Bitcoin aus. Okay, haben Sie den Adresse und den Vertrag? Okay, kleinen Moment bitte. Hier sehen Sie, so sieht das aus. Genau, nein. Okay, dann checke ich es jetzt an diese Adresse. Also einfach dieselbe wie beim letzten Mal, ne? Nein, Sie verstehen das nicht. Ich brauche ja nicht Ihren Bitcoins. Sie müssen mir ein Bitcoin-Wallet geben. Ich will nicht Bitcoin bekommen, ich will Euro bekommen auf mein Konto. Dann gehen Sie doch in Ihre Commerzbank rein. Ich gebe Ihnen meine IBAN und Sie können ja online prüfen, ob das eine echte IBAN ist. Wissen Sie nicht, was ein IBAN-Rechner ist? Natürlich weiß ich, was niemand rechnet. Natürlich kenne ich mich aus. Jetzt, wo er mehrere Millionen in Bitcoins bei uns gesehen hat, versucht er alles, um mehr über mich rauszufinden, was zu seinem Verzweifeln komplett scheitert. Soll ich Ihnen meine DE-Nummer geben? Aber Sie sind doch nicht verifiziert. Ich zahle ja kein Geld, ich bekomme ja Geld. Okay, dann zeigen Sie mir Ihren Ausweis, dass ich Sie verifizieren kann. Morgen, dann wenn ich bei meinen Eltern bin, kann ich das ja machen. Will ich doch machen. Haben Sie kein Bild jetzt oder sonst irgendwas, entweder auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem Handy von Ihrem Das Ausweis? einzige Ausweisbild, was ich habe, das kann ich Ihnen auch zeigen, das ist von der Brokerin. Warten Sie. Ich brauche von Ihnen, nicht von den Brokerinnen. Ah ja, genau, hier. Das. Genau, ich habe es gesehen, aber von innen haben Sie nicht. Drücken Nee. Sie nochmal auf Kamera, bitte. Das ist ein Das Standbild. kann doch nicht sein, dass Kamera so ist. Folgendes, Sie haben doch jetzt 21 Bitcoins. Warum haben Sie noch 52 Euro auf Trading-Seite investiert? 21 Bitcoins zu über 1 Million. Ich wollte mit 250 testen und dann, wenn das gut funktioniert, wollte ich mit den Bitcoins traden. Das war eine kleine Ah, Testsumme. verstehe ich jetzt. Möchten Sie die Bitcoins nicht auszahlen? Das ist doch viel Geld. Können Sie mal Urlaub gehen oder sonst irgendwas, was auch immer man sich wünschen. Ja, also ich verdiene eigentlich schon als Architekt ganz gut, deshalb ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich mir Nein. noch kaufen sollte. Na, okay. Haben Sie also alles. Also ich brauche halt nicht so viel. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich bin dann die Wallet-Adresse. Gehen Sie nochmal zurück. Also sehen Sie, das ist das, was wir versucht haben zu schicken. Sehen Sie, da hat man nur 60 Minuten Zeit, dann expiriert der Code. Ja. Ey, sei mal ehrlich jetzt. Wie lange hast du dafür gebraucht, du Idiot? Ich bin kein Idiot. Ne? Wie lange hast du mal für den Scheiß gebraucht? Sag mal ehrlich. Okay, ich drücke auf Konfirmiert. Und jetzt? Guck mal, ich habe auf Konfig gedrückt. Und jetzt? Jetzt passiert Und ein. jetzt? Was passiert denn da? Weiß nicht, aber die anderen haben letzte Woche 6 Stunden mit mir geredet. Die haben das nicht. Ja, du Idiot. Warum bin ich Idiot? Wer will dich hier verarschen? Wen willst du hier verarschen? Du bist ja der verarschen wird. Wir sind beide Verarscher, oder? Ja, wir sind bei. Nein, ich bin kein Verarscher. Ich wollte wirklich dein Geld zurückgeben. Ja, Du Idiot. Guck mal. ich will dein Geld zurückgeben, ist klar. Jetzt, aber Comedian bist du auch noch. Ich wollte echt dein Geld zurückgeben. Ist klar. Weißt du, was die Sache Guck mal. ist? Du kannst mir mein Geld gar nicht zurückgeben, weil den Online-Banking habe ich gefälscht mit Photoshop. Ich habe da keine 200 Euro gezahlt. Die haben das bloß nicht gecheckt. Nein, ich habe das gar nicht gewusst, dass du überhaupt was investiert hast. Guck mal, eine Frage habe ich.
was bringt es, wenn ich jetzt auf Confirm drücke, dann, als ob du wirklich meine ID, IP rausfinden kannst. Ja, willst du es ausprobieren? Nein, ich will es nicht ausprobieren, aber du willst es eh nicht rausfinden. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich verrate ja nicht alle meine Tricks. Ja, willst du meine IP haben? Nö, brauche ich nicht. Ja, aber warum hast du das gespielt? Hä? Warum habe ich was gemacht? Gespielt? Hast du nichts zu tun eigentlich, als so eine Dummheit zu machen? Naja, das ist doch ein geiler Job. Ich verarsche irgendwelche Idioten, die denken, sie kennen sich mit Technik aus und denken, dass es hier nur um eine IP geht, weil sie gar nicht checken, worum es wirklich geht, was im Hintergrund schon alles längst passiert ist. Ja, dann habe ich meinen Spaß damit. Die Anrufe sind interessant. Ich kann mich so richtig als technischer Idiot ausgeben. So, Bitcoin BTC habe ich auf mein Samsung. Und die glauben das alle. Die fressen mir das aus der Hand. Macht Spaß. Ja, und wie hast du dich profitiert jetzt durch mich? Ich bin ja in deine Ähnliches auch reingekommen. Ja, aber du bist nicht auf meinem echten PC, das ist eine virtuelle Maschine. Du bist mit deinem PC auf eine Maschine verbunden, über die ich im Backdoor im Hintergrund die volle Kontrolle habe. Das ist kein echter Laptop. Hast du jetzt volle Kontrolle auf meinen Rechner? Nein, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe gar keine Kontrolle. Ich weiß, ich kenne mich doch aus. Denkst du, bist der Erste, den ich getroffen habe? Ja, du kennst dich richtig aus. Deshalb arbeitest du als kleinste Person, als unwichtigster Betrüger in einem Betrüger-Callcenter. Du bist richtig wichtig. Mhm. Nein, aber was hat das jetzt gebracht? Hast du nichts zu tun, hast keine Arbeit, machst du nichts, also. Das ist meine Arbeit. Was bringt dir das? Ich verhindere Betrug. Wie hast du das verändert? Jetzt weiß ich, wie ihr funktioniert. Jetzt kann ich darüber einen Bericht schreiben. Dieser Bericht wird dann im Fernsehen. Ich arbeite mit deutschen Medien zusammen. Ich arbeite mit Zeitungen zusammen. Ich arbeite online. Das wird dann verbreitet. Und dann sehen das viele alte, arme Leute, die sonst darauf reinfallen. Und die fallen dann nicht mehr darauf rein. Was redest du? Das wissen doch alle schon auswendig. Bist du am Arsch? Wenn das schon alle wissen, dann würdest du nicht hier anrufen, weil dann würde dein Job nicht funktionieren. Doch, es wird immer funktionieren, glaub mir. Ja genau, und solange es funktioniert, muss man Leute davor vorwarnen. Tu deine Mutter auch vorwarnen, bis ich hier reinkomme. Willst du Geschwister haben, oder? Willst du mir welche machen? Komm, den Spruch habe ich schon so oft gehört. Ja, willst du Geschwister, oder? Ich habe schon Geschwister. Bist du einsam, hast du keine Geschwister? Bist du so ein bisschen verzogen, weil du Einzelkind bist, oder? Durchs Klicken auf Confirm konnte ich seine echte IP und Adresse herausfinden, um ihn bei Internetanbieter und Polizei zu melden. Likes, Kommentare und Teilen helfen, das Video zu verbreiten und solchen Betrügern zu schaden.